So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei dieser neuen Folge. Und ja, wir machen heute weiter. Und wir haben in der letzten Folge aber wir haben ihn gewonnen, den Arena-Kampf. Und heute geht's weiter mit dem nächsten Teil. Danach ist ja noch was passiert und das wollen wir heute so ein bisschen aufklären. Ja, wir klären heute ein bisschen auf. Wir gehen heute in den ewigen Wald. Und vor uns liegt der ewigen Wald. Wenn sie sich da hineinflüchten, macht das die Sache nicht gerade leichter. So. Die Musik hört sich schon gar nicht mal so gut an. Das heißt, es gibt hier irgendwo Action, oder? Jetzt haben wir mal Ärger. Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Ein Weg führt geradeaus, der andere schlängelt sich quer durchs Dickicht. Ich gehe geradeaus, versuche sie einzuholen. Und selbst wenn sie nicht in diesen Weg genommen haben, schneide ich ihnen so den Fluchtweg ab. Würdest du den Weg nehmen und dass sie sich da verstecken? Du triffst dich auf einige Trainer und im Prinzip ist es nur ein Weg. Laufen kannst du dich also nicht. Also dann, für Aloe! So, ich guck gerade mal, ob irgendwie wie mein Team überhaupt aussieht. So, dann Makel Zeba. Das ist okay, wir können aber mal tauschen. Ja, wir haben ja einen Doppelkampf und da unten ist schon einer dieser Team Plasma-Rüpel. 1, 2, 1, 2 und eine linke immer im Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie vor dem Kampf immer peinlich genau ab. So. So, sie hat zwei Strawicke und wir haben Fleckenheul und Idezeba. Jetzt sind beide. Käfer, bitte rein, muss ein bisschen aufpassen jetzt. So, hoffentlich kriegen wir das Viech jetzt runter direkt in einem Rutsch. Gut, dann tut es nicht weiter weh. So, es ist weg. So, müssen wir kurz gucken. Wir gucken mal, was dieser Rüppel hier vor sich hat. Team Plasma, du lästiges Kind. Ich verpasse dir jetzt einen Denkzettel, dann verfolgst du uns nicht mehr. Ein Ganoville hat er. Das hat Bedroher. Wir wechseln mal kurz gerade durch. Ich muss gerade was gucken. So, mal kurz die Grasmixer-Attacke ein. Ja.
Ah, oh, Shaggy, das hat mich zu nerven. Lange kann sich aber nicht nerven. So. Level 19 mittlerweile für Elbow Serp. Ah, da hast du leider Pech. Ich habe den Schädel nicht bei mir. Wenn du ihn zurückhaben willst, musst du seine Kameraden finden. Da ist einer. Ist das denn vielleicht etwas? Ein Fililu. Ich trainiere jetzt gerade nur nebenbei. So. So, das machen wir mal kurz klein, zu Kleinholz. Zuschuss kann, bringt ihm nichts. Und es ist weg. Tut mir leid, aber ich hab ihn nicht. Ich bin noch ein Mädchen, da werde ich wohl kaum etwas Schweres mit dir rumschleppen. Ah, das ist ein Mädel, ups. So, ein Ranger diesmal. Und mit einem Terry Bark fängt er an. Bodycheck als erstes sein. Darf Bodycheck und direkt bis hinterher setzen. Ich will mal die Schockwelle draufpacken. Ja, warum nicht? Machen wir mal kurz eben einen. Na super. Naja. Scheiße, ich muss wieder heimgehen. Hier, das ganze Grundausstattung ist meine. Nimm! Eine Marrenbeere. Das war ja schon mal. Ein Supertrank. Und da darf ich den Pferd mal gucken, was dahinter noch ist. Noch ein Trainer. Okay. Nehme ich gleich auch mit. Ich muss nur gerade kurz wieder mich heilen gehen. Und weil es so schön ist, machen wir es direkt. Haben wir noch mal ein wildes Pokémon hinterher. Sie nehmen gerne diese 153 Erfahrungspunkte mit, definitiv. Ich muss wieder ganz kurz heilen. Nämlich du hier.
den Trainer da oben mitnehmen. Könnte aber sogar der richtige Weg sein, tatsächlich. So, der will mitkommen. So, Konfusion. Ah, jetzt kommt das Viech mit dem Schutzschild. Lieber und so. Level 17 für Fleckenhol. Und er setzt noch ein Praktibike hinterher, aber da kann man nochmal mit der Erzschöpfel drauf gehen. Die Attacke hat eine sehr hohe Volltrefferquote. Gut zu wissen. Ach, da ist noch einer. So, Windstoß. Da mache ich weiter mit Herzschampel, glaube ich. Dann paralysiere ich mich jetzt noch mal. So, komm. Weg ist es. Fast Level 18, mittlerweile schon mein Fleck neu. So, jetzt kriegen wir noch eine Maronbeere. Halt uns Schlaf. So. Ein Gegengift. Sehr gut. Oh, Moment. Das nutze ich mal direkt aus. Das könnte, dürfte nur doch sein. Oh nein! Nein! Komm. Ich meine, diese Ohr doch müsst ihr auf jeden Fall nutzen.
Weil die geben massiv Erfahrungspunkte, glaube ich, auf dem Level auch schon mittlerweile. Vergiss es. 1000. Ich warte eigentlich fast jedes Level drauf, dass es sich weiterentwickelt. So, und dann noch ein hinterher. Mittlerweile. Ja, mein Gott, nervt doch nicht, wie ich, ey. Ich hasse diese Attacke. Hier kommt noch ein hinterher. So, ein Ranger nochmal. Ja, kannst du nicht verwirrt sein, Missvieh? Weg damit, Gott. Mal wechseln. Und dann mal Grasmixer hinterher. Lohnt sich aber nicht. Es mag mich nicht. Mag nicht angreifen. Bei mir treffen sie aber irgendwie grundsätzlich fünfmal. Soll das sich saudern? Oh, Fleckner sitzt. Den Begrenzer leer brauchen wir aber nicht. Ich brauche dringend mal wieder Heilung. So. So, und dicht bist du uns auf den Fersen. Ich werde dich aufhalten, damit meine Kameraden Zeit haben zu fliehen. Weil ich alle mündlich spreche, irgendwie weiß. Aber ich habe jetzt auch wieder ein Mädel. So. Ja, jetzt wird Scanner einsetzen, bringt es ihm aber nicht. Thank you.
Oh, tschüss, weg mit dir. Level 17 für Sodamark. Ganz recht, meine Aufgabe war nicht, dich etwas auszubremsen. Wenn du dich nicht beeilst, wirst du meine Kameraden kaum erwischen. Ich könnte mal Tränke gebrauchen. Da kommt noch einer. So, mal kurz auf Aquaknarre wechseln. Drauf. Natürlich, weil das Viech jetzt nur ein KP hat, dann schön noch so eine Aktion zu werfen. Weg ist es. So. Gut, wieder mal erledigt. Gut, der ist auch erledigt und jetzt gibt es den letzten Rüpel noch schnell. Wie jetzt? Meine Kameraden wurden von der Heimposition mit dir besiegt. Mit dem Ausseil der Reise endet hier. So, er hat drei Stück. Das wird natürlich jetzt nicht einfach werden. Vor allem mit so einem angeschlagenen Team. Ja, es sind alle nicht ohne. Gut, es ist Level 14, es geht noch. Ich muss auf Dings wechseln. Ach, ich wollte eigentlich Dings einsetzen. Diese Scheiß-Scanner, diese Scheiß-Schulterattacken, die fressen mir halt. Diese scheiß Schutzattacken da. Erstmal da angreifen. Weil ich brauche dringend Level. Weil der nächste Arena-Leiter wird wahrscheinlich nicht einfacher werden als der vorige.
Garnuwel hat er. Ein Boden-Pokémon. So. Drauf mit Rankenhieb. Schnell weg damit. So irgendwie, bevor das Viech noch Unfug macht. Und es hat auch nochmal nagelaut, so das müsste jetzt eigentlich das Ende gleich dann sein für ihn. So, Herzstempel drauf. Ich wäre das sogar dumm gewesen, weil wenn er jetzt nochmal angreifen würde. Ich wechsle kurz. Jetzt kommt er mit Geduld. Oh, hoffentlich da. Hoffentlich schaffe ich das. Pass. So, das war's. Ist ja schon gut. Hier ist der geschuldete Dragoschädel. Super. Können wir jetzt unseren Traum, den Traum seiner Majestät, etwa nicht mehr in die Tat umsetzen? Alles in Ordnung. Oh, mein treuer Freund, der du unserem König ewig Treue geschworen hast. Weiser Ceruleus, ich bin untröstlich, der Dracoschädel wurde erneut geschont. Gräme dich nicht. Der Verlust des Dracoschädels ist absolut zu verschmerzen. Unsere Nachforschungen ergaben, dass er nichts mit dem legendären Pokémon zu tun hat, das wir suchen. Ah, ich erkenne da ein Muster. Allerdings können wir keinerlei Risikofaktoren dulden. Ich werde dafür sorgen, dass du uns nie wieder in die Quere kommst. Was sagt man dazu? Ich bin gekommen, weil die Käfer-Pokémon aufgeregt waren. Doch dann treffe ich auf so ein Wichtig-Tour. Bist du hier, um deinen Kameraden zu helfen, die ich vorhin besiegt habe? Kev, Hati, all die anderen hatten nichts dabei. Und wer ist das hier? Der Anführer? Ich bin einer der sieben Weisen von Team Plasma. Jesus gehört ebenfalls zu unserer Vereinigung und setzt sich redegewandt für die Befreiung der Pokémon ein. Der Rest der sieben Weisen gibt Team Plasma den Befehl, den Leuten die Pokémon wegzunehmen. Aber wie ich sehe, stehen unsere Chancen im Moment schlecht. Arti mit seinen Käfer-Pokémon, Aloe mit ihren Pokémon vom Typ Normal. Wer hat es an weiser Mann vor langer Zeit noch gleich so treffend formuliert? Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wir ziehen uns erstmal taktisch zurück. Aber seid gewarnt, um die Pokémon zu befreien, nehmen wir sie den Trainern weg. Ihr mögt zwar Arenaleiter sein, doch dennoch werden wir keine weiteren Störungen dulden. Eines Tages werden wir die heutige Angelegenheit miteinander klären müssen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Oh, gut zu Fuß sind sie ja. Was meinst du, Arti? Sollen wir sie verfolgen? Nein. Den geschwollenen Dracoschädel haben wir wieder. Das ist die Hauptsache. Treiben wir sie jetzt zu sehr in die Enge, können sie sich noch mehr Wind machen. Also, hallo, ich mache mich auf den Weg zurück. Also dann, ich erwarte dich in der Pokémon Arena von Stratos City. Das wird ein Spaß. Ah, gut. Der kommt noch vorher. Okay, ich dachte, es wäre noch... Den habe ich total vercheckt. Kev, das ist der Dracoschädel, den du in den Händen hältst, richtig? Ja, hier bitte sehr. Oh, vielen Dank. Dein Pokémon-Team ist bestimmt glücklich, einen so lieben Trainer wie die Tam. Hier, als kleines Dankeschön. Setz ihn gut ein. Ein Mondstein! Okay. Können wir aber nicht gebrauchen, weil... Wir haben kein Pokémon, das sich im Mondstein entwickelt, sondern alles durch Level. Das ist ein Mondstein. Es gibt Pokémon, die sich mit Hilfe dieses Steins entwickeln. Also, ich bringe den Dracoschädel jetzt wieder an seinen Platz im Museum zurück. Mach's gut. Gut, 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 gut. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier... Cool, da ist noch ein... Eine Wundersaab! Versteckt Pflanzenattacken. Kann ich meinem Dings geben.
So. Ich will eigentlich jetzt gerade nur irgendwie... Nein! Ich will zurück zum Dings... Schau mal, ich habe eine Art aus der Arena von Orion City. Oh, das ist auch schon ein... Das ist schon ein Pokémon-Café rausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist. Ich will eigentlich nur zurück. Ich will nur heilen mich. Und du kommst, jetzt kommt so eine Alte noch dazu. Boah, voll Glück gehabt. Dass ihr noch in einem KP überlebt. Weg mit Fleck neu. Weg damit schnell. Sie hat noch ein drittes Fleck neu. Dann könnte man danach mit Level 20 schon durchgehen, oder? Ich habe eh so die Vermutung, Richtung 25 entwickelt sich das Pokémon. Vielleicht sogar früher, was natürlich genial wäre. Wenn wir jetzt schon gleich die Weiterentwicklung hätten. Ich brauche dringend mal ein Feuer-Pokémon. Aber ich glaube, wir können danach unser Team aufbauen. Muss ich gucken, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich glaube schon, dass wir danach schon aufbauen können. Ah, leck mich doch. Komm, geh weg. So. Nicht wirklich noch einer. Leute, ich habe keine KP mehr. Meine Pokémon ist so angeschlagen. Mein Team ist so dermaßen angeschlagen. Und es kommt ein Trainer, der Mann, dann fleißig. Oh, der hat eine Leine, ein Somniam. Ja, als ob das Ganze nicht nur so einfacher wäre. Jetzt haut er mir so ein Somniam raus. So, Evoset mal einsetzen. Ah, oh, perfekt. Oh, Glück gehabt. Reich Level 20 und Infos ja bald auch. Also die zwei laufen wir vorne weg gerade im restlichen Team. Ne. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, aber wir können jetzt gleich zurück zum Heiler. Und wenn wir das Ding geheilt ist, beende ich nämlich die Folge, weil die ist schon wieder sehr, sehr lang. Aber wir haben einiges geschafft. Wir haben Team Plasma aufgehalten, wir haben den Drakoschädel zurückgeholt und wir haben so einiges erfahren. Ja. Das auf jeden Fall. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Edition. Und da machen wir uns auf Richtung Stardust City. Und vielleicht sehen wir dann, können wir in der nächsten Folge schon Step by Step unser Team auffüllen. Vielleicht schon in der nächsten, vielleicht schon in der übernächsten Folge, dass wir ein komplettes Team haben. Und dann dauert es vielleicht noch zwei, drei Folgen. Dann kann man die Arena
Ja, dann geht das so langsam weiter, dann hätten wir schon fast den dritten Orden und dann geht es Step by Step weiter. Aber das zu seiner Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Pokémon Weiße Edition.